Hallo alle zusammen, herzlich willkommen zurück bei Temtem mit Chiwi und Jessie. Hallo. Hallo. Delu. Hi. Wie ich gerade gewunken habe. Ja, sieht man auch voll, ey. Ich mach das aber auch oft, dass ich hier sitze und winke, obwohl ich nicht mal eine Webcam habe. Absolut, ich auch. Das ist aber irgendwie, ich weiß nicht, warum macht man das? Da kommt, ich finde, dann kommt das Hallo halt nochmal ein bisschen realistischer rüber. War es realistisch? Ich weiß es nicht. Ich kann nur von mir sprechen, es kam von Herzen. Ja, genau. Weiß nicht. Spaß. So, ja, wir stehen nun alle hier und haben erkundet oder auch nicht. Ja, ich würde euch mal gerne die anderen beiden kurz hier zeigen über die Teamkarte. Über die Teamkarte? Das hatte ich vergessen. Wenn du auf deine Freundesliste gehst, dann kannst du doch hier inspizieren machen. Stimmt. Dann kann man mal die anderen jeweiligen sehen. Wenn es denn lädt, Alter, okay, lädt gerade gar nichts. Oh, jetzt habe ich Standbild. Nee, nicht Standbild, aber irgendwie lädt es unendlich lang. Ich glaube, das war eine ganz dumme Idee von mir. Wow. Okay, nein, das lädt nicht. Ja, okay, aber man kann mit Escape wieder zurück. Ich probiere es noch einmal. Zack, inspizieren. Okay, es geht tatsächlich nicht. Aber ihr seht sie ja. Ihr seht sie ja hier neben uns. So, Jessie und Delu. Jetzt hat man sie auch mal im Gesamten gesehen. Das hatten wir ja letzte Folge schon nicht. Da hat man uns ja nur gehört. Ja. Ja, genau. Ja, wir wollen mal unserer nächsten Aufgabe nachgehen, ne? Die nächste Aufgabe ist, trifft Max und den Professor, ja, in Charles de Mar. Ich habe schon wieder vergessen. Ich habe tatsächlich geguckt. Es ist portugiesisch und bedeutet Seeufer. Ah. Oh, okay. Okay. Weil ich hatte das gewurmt. Ich habe dann einfach eine Google-Stimme das mal laut aussprechen lassen. Dein Rucksack, wie du. Bitte? Ah, okay. Nee, ich sie hat schon beantwortet, ohne es zu wissen. Ja, ne? Okay. Ja, dann wollen wir mal loslaufen. Ja, ich dachte, wenn man so unterwegs ist, ist so eine Schlafrolle gar nicht schlecht. Seid ihr überhaupt noch hinter mir? Ja, okay. Ja. Ich würde gerne wissen, ob man sich die ganze Zeit übersieht oder... Ja, so, ich nehme es an. Hier rechts, oder? Hier rechts, hier, ne? Oben irgendwie, glaube ich. Also hier oben bin ich ehrlich gesagt noch gar nicht rumgelaufen. Ich weiß es nicht. Dann wirst du gleich kämpfen müssen. Oh, ja. Dann kämpfen wir. Viel Spaß. Und Jessie, hast du hier schon gekämpft, hier oben? Nee. Dann musst du hier kämpfen. Hast du schon gemacht? Ich habe schon gemacht. Ja, ich habe doch gesagt, den ersten oberen Abschnitt hier. Nur weiter bin ich noch nicht gelaufen. Wow, wie so ohne uns einfach nicht voll. Ja, nur so ein bisschen gucken. Oh, ja. Aber ich bin jetzt in einem normalen Kampf gelandet. Also dann kämpfen wir alle drei. Wir kämpfen alle. Na, du brauchst ein zweites auf alle Fälle. Du hast doch zwei, du hast doch Tugai auch. Ja, aber hier sind zwei Leute gegen einen. Ach so, ja, aber du hast ja wenigstens Verstärkung. Mist, ich habe die falsche... Kann man Attacken eigentlich... Ah, man kann Attacken wieder zurücknehmen. Okay, das ist gut zu wissen. Leute, habt ihr schon mal auf eure Attacken geachtet? Wenn der Ring nämlich rot ist um das Temtem, dann ist die Attacke nicht sehr stark. Ja. Okay. Und ich vermute mal, wenn sie stark ist, wird der Kreis wahrscheinlich grün. Ja, das hatte ich aber noch nicht. Ich hatte immer nur neutrale Kreise. Hatte ich auch noch nicht, aber ich vermute das mal. Genau, um den Gegner. Wenn es weiß ist, ist es eine normale Attacke. Wenn es rot ist, macht sie kaum Schaden. Und wenn sie grün wahrscheinlich ist. Ist es tot? Ja. Oder musstest du vielleicht nochmal zu Mama laufen? Bei Mama kannst du ja heilen. Oder du musst Salbe verwenden. Das habe ich das letzte Mal gesucht. Du musst zu Mutti. Mutti kümmert sich um dich. Ach, und weil ich hier, ich will das gerade kurz sagen, ich war so verwirrt, weil hier meine Temtem angezeigt werden. Das ist einfach nur, dass die hier die XP bekommen. Aber auch nur die, mit denen du aktiv im Kampf bist, ne? Genau. Das ist so ein bisschen... Warte mal, ich versuche mal hier... Kann ich hier denn... Wow. Ah, so funktioniert das. Hallo? Psst, machst du viel Lärm? Hör auf, so rumzupoltern. Schau, was du getan hast. Wassertemtem wahrscheinlich. Ja, ich rede gerade hier mit jemandem. Ja? Ich bin wieder da. Wo? Was? Musst du? Ich bin eigentlich im Chat. Im Chat? Ja. Nee, du kannst erstmal nur mit Emoticons dich unterhalten. Also mit deinem, Wo ist denn die Mutti? Die Mutti ist unten links. Also wenn du die Map aufmachst, das ganze Haus oben, also unten und dann das oberste linke in der Ecke. Da, wo wir gestartet sind. Da ist Mutti drin. Hier war. Und Mutti heilt dich. Oh, ich würde mal ganz kurz vorlesen, weil mein Weihwei hat eine neue Fähigkeit gekriegt.
Ja, mach gern. Schrilles Kreischen, häufig von Lehrern der Akademie benutzt. Diese Neutraltechnik betäubt die ganze Klasse, das ganze Team. Okay, gut. Das kann jetzt mein Tuwei. Und das ist Winken. Kann ich das auch das machen? Ist, lass uns kämpfen. Okay, okay. Das ist Liebe. Oh, mit F? Ah. Genau, mit F sprichst du die an. Und, ah, Lachen. Ah, oh, cool. jetzt warte ich nur noch auf euch. Ich gucke mir nur die Emotes gerade in der Zeit an. Ja, wo seid ihr denn hingelaufen? Ich bin hier oben alle hoch. Alle machen was anderes. okay, hier ist der nächste Kampf. Ah, ich sehe dich aber schon nicht mehr. Oh Gott, ich muss euch, glaube ich, gleich wieder einladen, damit man euch sieht. Ist hier noch irgendein Item? Nee. Okay, kann ich. Ach, jetzt muss ich gegen zwei kämpfen, verstehe. Okay. Was habt ihr da oben? Oh, ach so, die. Ah, nee, okay. Ich dachte, die Reihenfolge. Ich weiß, später im Spiel hat er hier erzählt. Der NPC. Einfach alles durch hier. Komme ich denn hier weiter? Warte mal, wenn du noch nicht im Kampf bist, dann kann ich dich ja schon wieder einladen. Muss ich denn lang? Du bist beschäftigt? Wo bist denn du schon wieder? Oh, was ist das? Ich hab hier was gefunden. Ein Beleber. Oh, ich habe ein Beleber. Ups. Oh nein. Wundertrank stark genug, um unmächtige Tänzer wieder auf die Beine zu bringen. Wo bist denn du, Jeebi? Hä, wie komme ich denn da hin? Du bist bei mir wieder beschäftigt. Ich muss durchs Gras. Nee, wie komme ich denn durch? Ist aber auch nicht einfach hier. Das verstehe ich nie. Warum sagt mir das Spiel, du bist beschäftigt, wenn du es gar nicht bist? Weiß ich nicht. Oh. Du läufst nur herum, ne? Du bist jetzt nicht im Kampf oder sowas. Nö, ich laufe. Oh. Also das schrille Kreischen haut richtig rein, ne? Ja, das hatte ich auch total unterschätzt. Nee, also ich kann dich nicht einladen. Kannst du mich einladen? Ich bin gerade im Kampf. Ah, also immer, lass uns kämpfen. Yeah. Sowas von yeah. Mach ich fertig. Dann laufe ich noch ein bisschen im Gebüsch herum. Kämpfe ein wenig. So, also an den Zweien bin ich jetzt vorbei. Wo seid ihr jetzt hingerannt? Ich bin in das Gras da drüber gelaufen, aber wir müssten uns nochmal neu einladen. Weil ich kann euch schon wieder nicht sehen. Ich bin aber gerade noch im Kampf drin. Mhm. Ich sag gleich Bescheid, wenn ich raus bin. Jessie hatte ich gerade schon die ganze Zeit versucht einzuladen, aber das ging irgendwie nicht. Ich kann es ja auch mal probieren. Jessie ist, glaube ich, gerade auch im Kampf, ne? Bomu benutzt Blasen, alles klar. Was? Alles klar. Ja gut, dann das dann Geile an diesem schrillen Kreischen, geil, oder? Ja, ja. Weil zwei Temtems auf einmal halt voll trifft. Cool. Ich habe die gerade beide voll weggeflext. Ja? Alter. So, also ich stehe jetzt hier vorne. Hä, die haben zwei Temtems? So. Jetzt ist Delu beschäftigt bei mir. Nee, ich mache aber nichts. Ich stehe nur happening? Da. Dann versuch mich mal einzuladen. Okay. Über Tab und dann Freunde und dann klickst du auf meinen Namen und Koop. Jeebi ist beschäftigt. Das ist doch... Das ist seltsam. Läuft auf jeden Fall. Aber du stehst auch hier oben, ja? Ja, wenn ich wüsste, wo ich... Bei den Zweien. Ja. Ah, jetzt kann ich. Jetzt sind wir anscheinend lang genug aus dem Kampf raus. Kannst mal annehmen. Aha. Nimm an, danke. Ja, siehst du, wir sind fast nebeneinander eigentlich. Wir sehen uns trotzdem nicht. Also daran könnten sie halt noch arbeiten, dass man trotz Koop sich vielleicht noch sieht oder auf denselben Servern dann verbinden kann. Aber gut, ist ja Early Access, ne? Ich schmeiß dich schon wieder mit aus der Gruppe. Jawohl. Problem ist, ich habe nur Angst, wenn wir in die nächste Kampfbegegnung gehen, dass wir uns schon wieder nicht sehen, ne? Ja, vermute ich auch. Und ich vermute, dass Jessie wahrscheinlich genau hier auch stehen muss. Ich glaube, man darf nicht allzu weit weg sein. Weil eben, wo du versucht hast, mich einzuladen, stand ich nämlich hier.
Okay, also Jess ist auch wieder bei mir beschäftigt. Bist du immer noch am Kämpfen, ja. Jessie? Mhm. Dann mach den mal platt jetzt hier. Ja, gib dem mal Backenfutter. Wir haben 2 Temtems. Also beide, also 4 Temtems. Oh. Quatsch. Was habe ich? Doch, ich muss 4 Temtems besiegen. Wenn du hier runter gehst, hast du auch noch einen Kampf, Delu. Okay. Der ist aber eher so, also die Frau hier vorne erklärt dir, glaube ich, dass du, ne, hier auf diese Erhöhung runterspringen kannst. So wie ich es gerade gemacht habe. Grandios. Moment, ich komme wieder rum. Runterspringen kann man, aber hochspringen nicht, oder? Jetzt hab ich. Ja, ich wollte. Ja. Ich wollte zur Mama zurück, um meine Temtem zu heilen. Jetzt musst du heilen. Wo bist du, Jeevee? Bin hier oben. Hast du noch eine Salbe? Bitte sehr, aber nächstes Mal bringst du eine eigene mit. Du musst schon wieder kämpfen. Warum musst du denn immer gegen 2 kämpfen? Weil du 2 Temtems hast. Also bist du 6 Temtems. Du hast halt so viele. Und du kämpfst immer mit 2. Gut. An nächster Vorschlag, wir laufen halt einfach jeder für sich so ein bisschen nach oben. Weil sonst stehe ich die ganze Folge hier nur und warte. Ja, das können wir auch machen. Ich laufe mal ein bisschen weiter. Ich schaue mich mal um, was ich hier noch entdecken kann. Vielleicht kommt noch irgendein Temtem, was mir fehlt. Kaku, Alter. Wie kann man den fangen? Mit deiner Karte, wenn du auf deinen Beutel klickst. Hast du da so eine Temtem-Karte? Wie viele hast du schon? Ich habe 6. Wow. Ich versuche zumindest alle Temtems in der Region zu fangen, weil ich will der beste Temtem-Trainer werden. Lebendiger. Bändiger will ich werden. Erinnert mich immer an meinen BDO-Charakter. Ist ja auch ein Bändiger gewesen. Stimmt. Okay, ich würde es eh jetzt platt machen, aber ich werde nochmal eben meinen Temtem wechseln, damit mein süßes Tateru noch ein wenig Erfahrungspunkte bekommt. So, jetzt haut er nämlich da drauf und mein drittes Temtem kriegt auch noch Erfahrungspunkte. Sehr gut. Kann man eigentlich auch gegeneinander antreten? Ja. Oh, ich bin schon wieder in einer Begegnung. Also die Begegnungen sind hier echt dicht an dicht. Aber ich finde es trotzdem irgendwie voll cute gemacht. Ja, es ist mega süß. Mir gefällt auch die Grafik unheimlich gut. Huch. Mhm. Der ist halt recht simpel. Also ich sag mal, andere Spiele werden ja auch mit ähnlicher Grafik produziert. Das erinnert, finde ich, halt auch so ein bisschen an... wie heißt denn nochmal dieses Farm-Spiel? Ah. Wenn ich drauf komme, sage ich es aber. Nee. Nicht Harvest Moon, aber auch so von der Art her. Wobei es ist halt eher, du kommst in diesem Spiel in die Stadt rein und dann... Also nicht Stardew Valley, sondern... Nicht Stardew Valley, sondern... Ach, wie hieß es denn? Ach so, Harvest Moon oder was? Nee. Halt, Moment. Ich meine... Ich hab's doch auch in der Steam-Bibliothek. Was oder? Ist das hier für ein Laden? Was kann man hier machen? Ein Laden? Was? Laden? Ja, ein Laden? Ja. Du hast einen Laden entdeckt? Ja, na, hier ist so ein Ding. Ah. Wo. Oh, was ist das? Ah, das ist wie so eine Pokestation.